hier. Johannes Vogel, ich bin der Generaldirektor. Und damit würde ich sagen, gebe ich rüber nach Berlin. Wir freuen uns sehr, Sie heute hier alle begrüßen zu dürfen und dass Fridays for Future diesen Ort gewählt hat. Warum? Sehen Sie direkt hinter mir. Ich glaube, es gibt keine bessere Ausstellung, die dazu spricht, wie es sich anfühlt, durch Klimawandel, durch Veränderung der Umwelt ausgestorben zu sein. Und so, glaube ich, will keiner enden. Wir unterstützen das Engagement der Schülerinnen und Schüler. Wissenschaft und Schülerinnen und Schüler haben ein gemeinsames Anliegen. Sie wollen in dieser Frage, wie geht es mit dieser Welt nachhaltig weiter, gehört werden. Das heißt, jetzt müssen wir aktiv werden. Das Museum ist aber eher ein Ort des Dialoges zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Jeden Freitag laden wir Wissenschaftlerinnen aus Leibniz-Instituten, aus Helmholtz-Instituten, aus anderen wissenschaftlichen Institutionen ein, zusammen mit den Schülern hier über die für sie wichtigen und für die Gesellschaft wichtigen Fragen zu diskutieren. Das ist uns wichtig, jeden Freitag ab 14 Uhr. Wir freuen uns also, dass Sie alle hier sind. Wandel ist dringend nötig und dass diese jungen Menschen jetzt in ihrer Sorge um den Planeten politisch aktiv werden, ist hervorragend und ich hoffe, dass Sie hier viel mitnehmen können. Dankeschön. Auch nochmal von mir ein herzlich willkommen. Ich bin Tom und ich werde euch ein bisschen hier durch die Pressekonferenz führen. Wir wollen ein bisschen die Debatte auf den Inhalt lenken und nicht weiter über Schulstreiken reden. Mit dabei sind heute Svenja, Sebastian, Linus und Chana, die vor allem ihre Fragen beantworten werden im Nachhinein. Anfangen tun wir mit der Vorstellung unserer Forderungen. Jawohl. Ich bräuchte mein Mikro an. Linus ist der Erste. So, geht es mittlerweile? Okay, also es geht. Mein Name ist Linus Steinmetz. Ich bin ein Teil der Bewegung Fridays for Future. Und was wir festhalten können, ist, dass unsere Bewegung seit Dezember eine unvorstellbare Größe für uns erreicht hat. An einem einzigen Freitag waren in Deutschland bis zu 300.000 Menschen auf den Straßen, zum Beispiel am 15. März. Weltweit haben an einem Tag zwischen 1,5 Millionen und 2 Millionen Jugendliche in über 100 Ländern gestreikt. Was wir festhalten können, was wir daraus ziehen können, ist, dass wir als Fridays for Future gesellschaftlich und politisch Einfluss haben. Wir sind froh, dass viele verschiedene Menschen, gerade auch die jungen Menschen, durch uns beeinflusst werden und in ihrem Handeln beeinflusst werden. Zum Beispiel, indem sich Jugendliche damit anfangen, mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen oder anfangen, Demonstrationen zu organisieren. Wir beeinflussen aber auch die Politik selber, zum Beispiel ParlamentarierInnen oder die Exekutive. Und die Politik beeinflussen wir bis hin zur höchsten Ebene. Die Frage, die wir uns aber stellen müssen, ist es, wieso ist es überhaupt so weit gekommen, dass das Thema nun von uns Jugendlichen behandelt wird und wir unsere Forderungen artikulieren müssen, wenn das eigentlich die Aufgabe der Erwachsenen und wenn das eigentlich die Aufgabe der Profis sein sollte. Wieso müssen wir Jugendlichen artikulieren, welche Forderungen erfüllt werden, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten? Die Antwort ist simpel, aber traurig. Die Erwachsenen haben das größte Problem unserer Generation und aller Generationen vor uns verursacht und momentan machen sie keine Anstalten, es zu lösen. Deshalb ist es jetzt unsere Aufgabe, die Zukunft der Jugendlichen selbst zu retten und uns in unserem Handeln nicht mehr auf die Versprechen und Aussagen von Erwachsenen zu verlassen. Dies gilt auch für die Forderungen, die unsere Bewegung aufstellt. Am liebsten würden wir gar keine Forderung stellen und dies einfach den Erwachsenen überlassen. Doch in den letzten Monaten haben wir gesehen, dass es nicht reicht, einfach die Erwachsenen machen zu lassen, dass es nicht reicht, den Erwachsenen zu sagen, dass sie ihre Maßnahmen selbst umsetzen sollen. Von den Erwachsenen wird kein Schritt in Richtung konkretes Handeln getan und die verschiedenen Ansätze, die bereits existieren und die man umsetzen könnte, um den Klimawandel zu bekämpfen, werden nicht ausreichend diskutiert. Deshalb legen wir als Fridays for Future heute einige Ziele vor, von denen wir überzeugt sind, dass sie dazu beitragen, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten und effektiven Klimaschutz umzusetzen. Wir meinen aber auch immer noch, wir sind nicht die Experten, wir sind keine Profis und wir sind nicht fähige, riesige Maßnahmenkataloge zu entwerfen.
wie es vielleicht Wissenschaftler sind. Wir sehen es aber als notwendig an, aufzuzeigen, wofür wir stehen und welche Dinge unserer Meinung nach getan werden müssen, um das Pariser Klimaabkommen und das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Es liegt nun an uns, geeint gegen den Klimawandel zu kämpfen, und das ist unsere Aufgabe als die Jugendlichen. So, weiter geht's. Wir genießen heute das Vertrauen vieler junger Menschen aus ganz Deutschland, in deren Namen wir die Forderung an die deutsche Politik formuliert haben. Das Papier, das Ihnen allen mittlerweile vorliegen sollte, wurde von einer bundesweiten Arbeitsgruppe und hauptsächlich von Schülern und Studenten erarbeitet. Diese Arbeitsgruppe wurde von Repräsentanten aller Ortsgruppen gegründet und legitimiert. Der Zugang zu ihr ist öffentlich und jeder kann sich an ihrer Arbeit beteiligen. Das Ergebnis wurde nach einer Abstimmung in den Ortsgruppen in überarbeiteter Form erneut bundesweit abgestimmt und steht damit stellvertretend für ganz Fridays for Future Deutschland. Das Papier richtet sich an die Politik und nicht an Konsumenten, denn die Veränderungen, die wir fordern, müssen natürlich von der gesamten Gesellschaft getragen werden. Aber es ist Aufgabe der Regierung, hier einen verbindlichen Handlungsrahmen vorzugeben. Unsere oberste Priorität ist dabei die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze, die als wissenschaftlich unverhandelbar angesehen wird. Zwar hat sich Deutschland im Pariser Klimaabkommen verpflichtet, in dieser Hinsicht Anstrengungen zu unternehmen, aber bisher sind genau diese Anstrengungen größtenteils ausgeblieben. Und wenn wir Kipppunkte überschreiten, also wenn das Klima kippt, wenn die Ökosysteme kippen, dann wird es irreversible und irreparable Schäden verursachen. Ein unkontrollierter Klimawandel wird uns ein Vielfaches mehr kosten als alle Investitionen, um diese Katastrophe noch zu vermeiden. Wir haben uns mit Wissenschaftlern diverser Fachgebiete ausgetauscht. Und leider können wir hier nicht stehen und sagen, was wir wollen. Wir müssen hier stehen und fordern, was wir brauchen. Denn wir sprechen von dem, was aus wissenschaftlicher Sicht absolut notwendig ist. Die Naturgesetze lassen sich nun mal nicht verhandeln. Und die Politik hat sich bisher nicht getraut, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Jetzt muss sie mutig werden. Und aus unseren Forderungen müssen Politiker und Wissenschaft konkrete Konzepte ausarbeiten und für deren Umsetzung sorgen. Gerade stehen wir als Menschheit vor einer riesigen Herausforderung. Und wir haben die Verantwortung, eine Klimakatastrophe zu verhindern. Jeder muss begreifen, dass dafür große Veränderungen notwendig sind. Aber sie sind eben notwendig, damit wir am Ende nicht noch viel, viel mehr verlieren. Und nur so kann Deutschland seinen Teil dazu beitragen, uns und allen folgenden Generationen eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. Deutschlands Verantwortung ist spätestens seit der Industrialisierung globaler Art. Wir waren es, die ohne zu zögern massive Emissionen verursacht haben und es noch tun. Wir können Probleme, für deren Entstehung wir verantwortlich sind, nicht wirtschaftlich schwachen Ländern überlassen. Die durchschnittlichen Pro-Kopf-Emissionen der ärmeren Hälfte der Bevölkerung entsprechen nur 1,6 Tonnen CO2 pro Jahr. Zum Vergleich, in Deutschland sind es durchschnittlich 6-mal so viel. Der ökologische Fußabdruck einer Person wird maßgeblich von ihrem Einkommen beeinflusst. Auch deswegen ist es nötig, dass unsere Forderungen sozialverträglich umgesetzt werden. Es dürfen nicht die leiden, die das Problem nicht verursachen. Dieser Planet hat ökologische Grenzen, deren Existenz wir in unserem wirtschaftlichen Handeln nicht weiter ignorieren dürfen. Wir müssen hin zu einer ganzheitlichen Betrachtung unseres Wirtschaftssystems, dass der Komplexität des Ökosystems, in dem es stattfindet, gerecht wird. Deshalb sind wir für eine effiziente Klimapolitik. Und dafür sind sektorenübergreifende Lösungen notwendig. Fridays for Future präsentiert hier nichts Neues. Wir fordern lediglich ein, dass die Ziele des Pariser Abkommens und das 1,5-Grad-Ziel eingehalten werden. Viele Politiker reden davon, wie wichtig ihnen das Pariser Abkommen sei. Gleichzeitig ignorieren sie es vollkommen im politischen Handeln. Das muss sich ändern. Wir haben genug von Lob ohne Taten. Liebe Politiker, setzt euch für unsere Ziele ein und gebt zu, dass ihr das 1,5-Grad-Ziel mit den Füßen tretet. Es gibt tausende wissenschaftliche Studien zum Klimawandel. Fangt endlich an, auf die Wissenschaft zu hören. Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, fordern wir für Deutschland: Netto Null 2035 erreichen, den Kohleausstieg bis 2030, eine zu 100% erneuerbare Energieversorgung bis 2035. Deutschland stößt derzeit jede Stunde mehr als 100.000 Tonnen CO2 aus. Jede Stunde, die ungenutzt vergeht, macht es schwerer, das verbleibende CO2-Budget einzuhalten. Wenn wir die Emissionen nicht so schnell wie möglich reduzieren, haben wir kaum mehr eine Chance, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.
Deshalb fordern wir bis Ende 2019 das Ende der Subventionen für fossile Energieträger, ein Viertel der Kohlekraft abschalten, eine CO2-Steuer auf alle Treibhausgasemissionen. Der Preis für den Ausstoß von Treibhausgasen muss schnell so hoch werden wie die Kosten, die dadurch uns und zukünftigen Generationen entstehen. Laut Umweltbundesamt sind das 180 Euro pro Tonne. Spätestens seit dem Sonderbericht des Weltklimarats zur Erwärmung um 1,5 Grad ist wissenschaftlich völlig klar, wie wichtig die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad ist. Durch den Weltklimarat wissen wir und auch unsere Politiker, wie viel CO2 die Menschheit noch ausstoßen darf, um eine Erwärmung über 1,5 Grad zu verhindern. Wissenschaftler haben basierend auf Deutschlands Anteil an der Weltbevölkerung berechnet, wie viel CO2 Deutschland noch ausstoßen darf. Der Budgetansatz wurde der Bundesregierung beispielsweise schon 2009, also vor 10 Jahren, von ihrem offiziellen wissenschaftlichen Beratergremium vorgerechnet. Deutschland muss demnach bis spätestens 2035 netto null erreichen. Eine Schlüsselrolle spielt dabei der Kohleausstieg. Kohlekraftwerke sind für 30% der deutschen CO2-Emissionen verantwortlich. Um das 1,5-Grad-Ziel erreichen zu können, muss nach einer Studie der Hochschule für Technik und Wirtschaft der Kohleausstieg bis spätestens 2030 vollendet sein. Der Beschluss der Kohlekommission ist also völlig unvereinbar mit dem 1,5-Grad-Ziel. Das Fraunhofer Institut für erneuerbare Energiesysteme und einige weitere haben nachgewiesen, dass der Kohleausstieg bis 2030 auch machbar ist. Bis 2035 muss dann der gesamte Energiebedarf durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Das bedeutet, dass wir auch die Energie für Transport und Heizen aus erneuerbaren Energien gewinnen müssen. Die Technologien für eine solche Energieversorgung gibt es bereits. Sie müssen nur endlich konsequent umgesetzt werden. Aber anstatt effektive Maßnahmen für den Klimaschutz einzuleiten, subventioniert die deutsche Regierung Kohle, Öl und Gas laut Umweltbundesamt immer noch mit 45 Milliarden Euro pro Jahr. Alle Steuerzahler zahlen somit Geld dafür, den Klimawandel weiter anzuheizen. Fossile Energieträger werden dadurch auf Kosten der Allgemeinheit billiger gemacht, als sie sind. Die Abschaffung der meisten dieser Subventionen ist lediglich eine Frage des politischen Willens. Es ist traurig, dass wir tatsächlich noch fordern müssen, diese Subventionen bis Ende 2019 zu beenden. Kohlebefürworter argumentieren gerne, dass wir bei einem Kohleausstieg dreckigen Strom aus dem Ausland importieren müssten. Dabei ist es aktuell gerade andersrum. Kohlestrom ist die schmutzigste Form der Energieerzeugung und Deutschland exportiert derzeit enorme Mengen an Kohlestrom ins Ausland. Diese Situation ist völlig absurd. Wenn wir aufhören, unsere Nachbarländer mit dreckigem Strom zu überschwemmen, können wir bereits sehr schnell viele Kohlekraftwerke abschalten. Der Kohlekommission selber, die diesen Plan ausgearbeitet hat, lag ein Bericht vor, aus dem klar wurde, dass wir bis 2020 13 Gigawatt an Kohlekraftkapazitäten abschalten können, ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden. Innerhalb von 2 Jahren kann man keine neuen Gaskraftwerke bauen und planen. In dem Szenario wird auch nicht angenommen, dass wir mehr als 2,5 Gigawatt dauerhaft verfügbare erneuerbare Leistung zubauen. Damit ist völlig klar, dass wir mindestens 10,5 Gigawatt, also ein Viertel der derzeit existierenden Kohlekraftkapazitäten auf dem deutschen Markt, bis zum Ende dieses Jahres abschalten können und müssen. Die Treibhausgasemissionen sollten so effizient wie möglich reduziert werden, denn die nötigen Veränderungen sind enorm. Weltweit führende Wissenschaftler fordern deshalb schon seit Jahren, dass der Ausstoß von Treibhausgasen einen Preis haben muss. In der EU gibt es bereits das ETS, durch das der Ausstoß von Treibhausgasen in manchen Fällen einen Preis hat. Das ETS hat aber vor allem auf Emissionen bei der Stromerzeugung einen Einfluss. Emissionen im Transport oder in der Landwirtschaft werden einfach ausgelassen. Dazu kommt noch, dass der Preis für den Ausstoß von CO2 sehr stark schwankt. Dabei wissen wir von der zentralen staatlichen Umweltbehörde,
dem Umweltbundesamt, dass der Ausstoß von Treibhausgasen von einer Tonne CO2 uns und zukünftigen Generationen in Zukunft 180 Euro kosten wird. Wer heute Treibhausgase ausstößt, lebt auf unsere Kosten. Wir fordern nichts weiter, als diesen Schaden endlich zu bezahlen. Das ist dann eine CO2-Steuer von 180 Euro pro Tonne CO2 auf alle Treibhausgasemissionen. 180 Euro müssten bei der Einführung der Steuer nicht der Anfangspreis sein, aber sehr schnell erreicht werden. Wir sind es leid, unter dem Fehlverhalten anderer zu leiden. Die CO2-Steuer könnte Maßnahmen wie den Kohleausstieg weiter stark beschleunigen. Indem Kohlekonzerne den Schaden, den sie uns anrichten, bezahlen müssen, wäre Kohlestrom sofort unrentabel. In allen Bereichen, von Landwirtschaft bis Verkehr, würde eine so hohe CO2-Steuer klimaschädliches Handeln schnellstens reduzieren. Falls möglich, sogar noch schneller als in den ersten 5 Forderungen genannt. Die Zeit drängt. Der Klimawandel bedroht durch Meeresspiegelanstieg, Extremwetter und Dürren bereits heute Millionen von Menschen. Die Aussterberate von Arten liegt mittlerweile mehr als 100-mal höher als üblich. Wir haben durch unser Handeln das 6. große Artensterben in der Geschichte dieses Planeten ausgelöst. Der Ort dieser Pressekonferenz ist nicht zufällig gewählt. Das Ergebnis des 5. großen Artensterbens sehen Sie direkt hinter mir. Stoppen wir den Klimawandel, bevor es zu spät ist. Wir sind für die nötigen Veränderungen bereit. In diesem Zuge, man hört schon, auf der linken Seite des Raums ist der Applaus etwas lauter. Herzlich willkommen, die Scientists for Future. Die Wissenschaft steht hinter uns und das ist unser Signal. Ich denke, das wurde gerade eben klar gemacht. Damit wären wir jetzt bereit, die Fragerunde zu eröffnen. Und da vorne war die erste Frage. Christina Hofmann, ZDF. Was wäre denn die Hauptforderungen, wenn Sie sagen, wenn die Politik handelt, hören wir auf zu streiken? Was wäre das erste Signal der Politik, wo Sie sagen, jetzt haben Sie es verstanden? Das erste Signal wäre natürlich eine Intensivierung des aktuellen parlamentarischen Diskurses, dass wir wirklich über Klima reden und auch bereit sind, dafür Veränderungen einzugehen von dem Prozess, wie wir ihn aktuell kennen. Und dabei ist natürlich wichtig, dass unsere Forderungen nicht nur gehört und diskutiert werden, sondern dass sie auch umgesetzt werden und dass man anfängt, in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft konkrete Umsetzungen zu erarbeiten. Ja, also grundsätzlich ist unsere Einstellung, dass wir streiken, bis für uns ersichtlich ist, dass das Klimaabkommen von Paris eingehalten wird und dass das 1,5-Grad-Ziel eingehalten wird. Und die Forderungen, die wir aufstellen, sind die richtungsweisenden Forderungen und Ziele, wie das erreicht werden könnte. Und wenn die dann schrittweise umgesetzt werden, wäre das Zeichen für uns, dass das 1,5-Grad-Ziel eventuell erreicht werden kann. Da hinten bitte die nächste Frage. Markus Overmann vom Bayerischen Rundfunk. Gibt es was euch ganz konkret an der Politik stört, wo ihr sagt, die Forderungen werden ja viele Jahre schon diskutiert, aber offensichtlich nicht genug ernst genommen? Gibt es was, wo ihr euch ganz besonders drüber aufregt, was euch stört? Ja, auf jeden Fall. Es regt unheimlich drüber auf, dass wir von unheimlich vielen Politikern sehr stark gelobt werden und dann letztendlich doch nichts getan wird oder fast nichts getan wird, um die Klimakrise wirklich zu lösen. Das ist dermaßen falsch und verlogen. Das ist für uns entsetzlich. Dann haben wir hier vorne die nächste Frage.
Hallo, Susanne Ehlerding vom Tagesspiegel. Bisher hieß es von den Fridays for Future immer, wir brauchen gar keine Forderungen aufstellen, die Wissenschaft hat schon alles gesagt. Und warum weichen Sie jetzt von dieser Linie ab? Und noch eine Nachfrage zu Net Zero im Jahr 2035. Sie meinen wirklich Net Zero für alles, Agrarwirtschaft und sämtliche Emissionen. Ja, also zuallererst mal, wie wir erläutert haben, war unsere ursprüngliche Vorstellung, auch einfach die Politik selber klar machen zu lassen, dass es Ziele gibt und diese nicht im Entferntesten eingehalten werden und keine Anstalten gemacht werden, diese zu erreichen. Wir haben aber gesehen, dass offensichtlich der Diskurs über mögliche Ansätze, wie wir dieses 1,5 Grad Ziel erreichen können, nicht existent ist in der momentanen Tagespolitik und wir somit einen Anstoß bieten wollen, und tatsächlich aufzeigen wollen, was unsere Vorstellungen sind, was jetzt konkret getan werden kann, damit die Politik auch endlich anfängt, darüber zu reden, dass wir eben Forderungen haben und nicht nur, dass wir streiken und dass das eigentlich Schwänzen ist. Netto Null bedeutet ja nicht, dass die Emissionen überall auf Null gehen müssten. Es bedeutet nur, dass wir weniger oder gleich viel Treibhausgase ausstoßen, wie durch natürliche Prozesse wieder aufgenommen werden können. Das heißt, es ist sektorübergreifend und das heißt nicht, dass wirklich jedes Einzelne, was wir tun, kein CO2 oder andere Treibhausgase mehr ausstoßen darf. Der Herr hinter der Kamera. Ansgar Graf, Die Welt. Eine Frage, ihr habt euch möglicherweise nicht heute, habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber in früheren Veröffentlichungen ja mehrfach auf diesen IPCC-Bericht berufen. Da wird ja auch der mögliche Beitrag von Kernkraft zur CO2-Reduzierung genannt. Ist das für euch, so wie es ja Greta Thunberg auch neulich gesagt hat, ein Thema, mit dem man sich befassen muss in dem Zusammenhang? Ich denke, das ist kein Thema mehr, schon seit langem nicht. Also das ist ja schon lange, wird ja gar nicht mehr diskutiert. Deswegen denke ich, das ist gerade nicht notwendig. Wir haben den Ausstieg aus der Atomkraft auch bereits beschlossen. Und damit werden wir ihn umsetzen. Das ist die einzige richtige Sache, die Politik tun kann. Die Atomkraft ist für unseren aktuellen Energieverbrauch mit 3% der Primärenergie irrelevant. Und wir können diesen Verbrauch auch durch erneuerbare Energien treffen. Es geht hier um den weltweiten die weltweite CO2-Reduzierung. Und das heißt, ihr nehmt bei dem Bericht quasi den Teil, der euch passt, aber lasst den weg, der nicht ins Gehege passt. Diese Forderungen richten sich explizit an die deutsche Politik und sind von der Forderungs-AG bundesweit angerichtet worden. In dem Sinne müssen wir uns auch nur in erster Linie als die deutsche Politik richten. Ja. Weitere Fragen? Hier vorne, da war eine, oder? Nee. Schon da hinten ist eine Frage. Vielleicht einmal in der Laufpause. Ihr könnt gerne frühzeitig aufzeigen, dann haben wir nicht so eine Pause durch. Hi, Marie Pschibilla von der Welt. Mich würde interessieren, weil die Scientists for Future ja heute auch mit dabei sind, inwieweit die Zusammenarbeit stattgefunden hat. Also ob ihr quasi nur bei bestimmten einzelnen Zahlen nachgefragt habt oder ob die wirklich mit dabei saßen in euren Arbeitsgruppen. Also wir haben das Papier alleine als Studenten und Schüler entworfen. Allerdings haben wir natürlich in Absprache mit der Wissenschaft jede einzelne unserer Forderungen auf ihre Umsetzbarkeit und ihren Sinn geprüft. Also wir haben uns sowohl mit den Scientists for Future als auch mit Wissenschaftlern, die sich dieser Bewegung nicht zugehörig fühlen, abgesprochen. Ich denke, auch die Scientists werden im Anschluss nochmal darauf auf diese Frage eingehen können. Hier vorne der Herr in der Hinter, die Dame davor hatte schon einen. Weiter rechts, sorry. Hallo, Paul Hockenhaus, Foreign Policy Magazine. Ich möchte wissen, ob Sie wissen, ob es andere Fridays for Futures Gruppen in anderen Ländern, die auch solche konkrete Forderungen gestellt haben und ob sie ähnlich sind oder gleich oder anders? Ja, also es gibt schon Bewegungen in anderen Ländern, die Selbstverständnisse aufgestellt haben und auch implizit Forderungen gestellt haben an die Politik. Da kann man zum Beispiel einige irgendwie westeuropäische Länder oder die Schweiz nennen, die da relativ explizit damit umgegangen sind, was sie von der Politik erwarten und dass sie dann zum Beispiel als ein einzelnes Beispiel Klimanotstände in Städten fordern, dass diese ausgerufen werden. Was wir aber auch sehen, ist, dass wir auf internationaler Ebene als solches keine Forderungen haben. Wir haben das große Glück,
dass es ein Abkommen gibt, in dem festgelegt wird von den Erwachsenen selber, dass die Ziele, dass die Klimaziele von Paris erreicht werden und wie sie in etwa erreicht werden, was da mögliche Handlungsoptionen sind. Und für uns auf internationaler Ebene von Fridays for Future ist das praktisch der kleinste gemeinsame Nenner und darauf einigen sich alle, genauso wie auf das 1,5-Grad-Ziel, das einfach wissenschaftlich festgesetzt ist. Ich will nochmal auf meine erste Frage, ehrlich gesagt, nochmal nachhaken. Ihr habt von konkreten Maßnahmen der Politik gesprochen. Jetzt Luisa Neubauer bei den Grünen eingeladen. Es gibt schon so ein paar Politiker, die auf euch zukommen und euch einladen. Reicht euch das nicht? Also ist der Maßstab ein konkretes Gesetzesvorhaben oder dass Frau Merkel euch einlädt? Also uns reicht es natürlich nicht aus, dass wir einfach nur gesagt bekommen, dass jetzt gehandelt wird und dass wir einen Dialog bekommen. Wir haben schon mit sehr vielen hochrangigen Politikern gesprochen. Wir wurden meistens sehr freundlich begrüßt, mit uns wurde nett gesprochen, unser Anliegen wurde gut gehießen. Aber das Einzige, was noch nicht passiert ist, ist, dass wirklich Klimaschutzmaßnahmen ergriffen würden, die auch nur ansatzweise mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar sind. Und solange das nicht passiert, können wir nicht aufhören zu streiken. Annelena Leidenberger, Orange bei Handelsblatt. Ihr seid ja jetzt schon davon abgekommen, keine Forderungen zu stellen. Das macht ihr jetzt schon. Was hält euch noch davon ab, konkrete Maßnahmen zu ergreifen und zu sagen, das und das wollen wir genau, weil das Ganze ja dann auch sehr viel messbarer werden würde? Wir sind nicht die Experten, wie Linus auch vorhin angemerkt hat. Wir sind nicht die Profis, von denen zum Beispiel Christian Lindner redet. Wir möchten nur Maßnahmen nennen, oder was heißt hier Maßnahmen? Wir möchten Forderungen stellen, die unablässig sind und die wissenschaftlich nicht bestritten werden. Die konkrete Überlegung, wie man das dann in unserem politischen System umsetzen kann, die gebührt der Wissenschaft und der Politik. Es gibt ja durchaus sehr viele Möglichkeiten, wie man diese Ziele umsetzen kann. Das können die Parteien auch unter sich verschiedene Entwürfe überlegen. Wir sind ja überparteilich. Wir wollen ja nicht auf eine bestimmte politische Schiene gehen. Was wir jetzt fordern können, ist nur das, was wirklich wissenschaftlich notwendig ist und nicht irgendeine parteipolitische Linie. Haben wir weitere Fragen? Der Herr einmal. Die Dame und dann da. Einmal noch mal kurz nachhaken, Sophie von der Tann von der AID. Also das heißt, wenn diese drei konkreten Maßnahmen oder eine davon nicht umgesetzt werden, dann streikt ihr weiter? Also, zuerst einmal, das sind eben Forderungen und wir machen auch ganz klar fest, dass das praktisch Leitlinien sind, die erfüllt werden müssen, damit das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden kann. Und sobald eine dieser Forderungen eben nicht erfüllt wird, ist für uns auch ersichtlich, dass es unwahrscheinlicher wird, dass das 1,5-Grad-Ziel eingehalten wird und dass wir uns als Deutschland an das Pariser Klimaabkommen halten. Und dementsprechend lautet unser Credo dann weiter, wir streiken, bis ihr handelt. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass wir die Debatte hiermit wirklich auf die inhaltliche Diskussion lenken wollen. Vielleicht sind die Fragen auch ein bisschen mehr in die Richtung gestellt. Da vorne war, glaube ich, noch eine weitere Frage. Wenn möglich, bitte melden. Damit zurückgezogen. Gerne weiter melden. Hier vorne nochmal die nette Dame. Nehmen Sie erstmal den Herrn dran und danach kommt die Dame dran. Ja, hallo, Wolfgang Pomsen, Junge Welt und Telepolis. Weshalb positioniert ihr euch nicht konkret zur Braunkohle, zu den Tagebauern? Und zur Frage Hambacher Forst. Also, in unseren Pressestatements ist auch schon öfters bisher klar geworden, wie wir uns zum Beispiel zum Thema Kohleausstieg und Braunkohle stellen. Das Ziel unserer Forderung war heute, allgemein zu bleiben und klarzumachen, was notwendig ist, um das so oft erwähnte 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und da gehen wir eben nicht auf diese einzelnen Situation oder Umstände ein, sondern das können wir dann gerne noch weiterhin in Presseinterviews klären. Und das ist keine allgemeine Forderung, die für uns begründet, warum wir streiken oder nicht streiken.
Ich würde gerne noch mal wissen, was ihr glaubt, welche Umsetzbarkeit denn dahinter steckt. Ich habe verstanden, ihr sagt, okay, ihr wollt eigentlich das als Anstoß nehmen, ihr wollt, dass darüber diskutiert wird, aber natürlich auch die Umsetzung erfolgt. Da ist ja schon die Frage, die Kohlekommission hat ewig getagt, es hat ewig gedauert, einen Kompromiss zu finden. Der liegt nun bei 2038. Was glaubt ihr denn? Wird man das jetzt einfach über den Haufen werfen, weil ihr jetzt sagt, nee, wir wollen aber 2030? Also wie wahrscheinlich schätzt ihr das ein? Also die Bundesregierung hat sich offiziell zum Pariser Klimaabkommen bekannt, hat es auch verbindlich unterschrieben, einstimmig beschlossen. Wenn dann eine Kommission etwas ausarbeitet, was dem 1,5-Grad-Ziel völlig widerspricht, nach erwiesenen Studien, dann kann das einfach nicht umgesetzt werden. Dann kann das nicht der gesellschaftliche Konsens sein. Ich möchte noch mal hinzufügen, dass Klimaschutz kein Kompromiss ist. Vielleicht bevor die Dame dran ist, die Kohlekommission saß auch ohne uns da, die ist hier um die Ecke, wir sitzen jetzt hier, das ist nicht ohne Grund so. Okay, Franka Lefitt von RTL. Ich hätte noch eine Frage, ihr habt gerade geschlossen mit, wir sind bereit und Kollegen von euch sind ja schon so weit, dass sie konkrete Maßnahmen im Alltag formulieren, Flüge streichen, nur noch gewisse generell Flüge im Alltag überhaupt wahrnehmen, die untereinander tauschen. Was macht ihr denn konkret oder wie weit würdet ihr gehen? Wie sehr würdet ihr euch auch einschränken und verlangt das auch von anderen? Also vorab nochmal, das Papier richtet sich explizit an die Politik. Das ist, glaube ich, wichtig zu betonen und jetzt dürfen die hier. Ja, wir haben uns ja sehr explizit dazu geäußert, dass wir unsere Forderungen eben an die Politik richten und nicht an die Konsumenten und dass wir zur selben Zeit einen Klimaschutz fordern, der sozial verträglich ist und bei dem niemand zurückgelassen wird. Und was für uns sehr klar ist, ist, dass der Konsens in unserer Bewegung das ist, was wir heute vorgelegt haben und diese konkreten Maßnahmen, die man als Individuum ergreifen kann, auf jeden Fall relevant sind für uns alle. Wir aber als Bewegung nicht unsere Aufgabe darin sehen, diese zu bewerben und zur selben Zeit wie auch ganz klar machen. Natürlich kann das Individuum etwas tun, aber momentan ist es die Aufgabe der Politik zu handeln, weil dort geschieht nichts. Solange die Politik nicht endlich handelt und Maßnahmen ergreift, kann das Individuum auch nicht alleine die Welt retten. Das ist einfach nicht möglich. Es gibt Sachen, auf die Einzelpersonen keinen Einfluss haben, die politisch gelöst werden müssen. Selbst wenn wir alle wollen würden und uns sofort umstellen würden, könnten wir alleine das nicht erreichen. Wir brauchen dafür politische Vorgaben und die Politik muss auch ihren Einfluss nehmen, den sie hat. Das ist ihre Aufgabe und das ist ihre Pflicht. Vielen Dank. Haben wir noch weitere Fragen, die sich explizit um unsere Forderungen drehen? Ansonsten würden wir bald dem Ende zukommen. Einmal gerne aufzeigen. Hier vorne der Herr. Finn Holitzka von der Taz. Bei Scientists for Future habe ich gesehen, die Netto-Null zwischen 2040 und 2050. Hier jetzt 2035. Woher kommen diese Diskrepanz von 5 bis 15 Jahren? Also im IPCC-Bericht steht ja ausdrücklich drin, dass Netto-Null zwischen 2040 und 2055 weltweit erreicht werden muss. Deutschland als reiches Land hat aber eine besondere Verantwortung und das steht im IPCC-Bericht auch ausdrücklich so drin. Da steht drin, dass reiche Länder wie Deutschland zum Beispiel viel schneller Maßnahmen ergreifen müssen und nicht erst auf die armen Entwicklungsländer warten müssen, in denen Menschen teilweise noch nicht mal sauberes Trinkwasser haben. Von daher sind die 2035 Netto-Null eigentlich noch sehr freundlich für Deutschland formuliert. Man kann es auf verschiedene Weisen durchrechnen und keine der Varianten ist nach 2035 rausgekommen. Eigentlich müsste es noch schneller gehen. Die 2035 sind also schon wirklich das absolut Letzte, was Deutschland irgendwie liefern kann, um mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar zu sein.